Hallo und willkommen zur nächsten Folge von Age of Mythology. Ja, zur 11. Folge am Montag. Ich nehme es jetzt direkt nach der letzten Folge auf. Legend. Das Schiff ist beschäftigt. Mann, beschädigt. Es ist beschädigt. Schon wieder. Das ist eigentlich wie ein schwarzer Mann mit Nippel. Ich will jetzt endlich wissen, wofür das Bild kommt, was ist da schön so. Und, nee, was das Sound ist. Das müsste ich mal überprüfen, was ist für B. Mann, verpiss dich! Zerbrich, du Wichskind. Mann, lass es doch mal sein. Kinderlinie wohl, ey. So, ich baue hier mal einen kurzen Kornspeicher. Hier ist gerade so ein bisschen Pflaster. Deswegen passt es gerade nicht so hin. Bis jetzt in mein Entwicklungsding. Nee, damit ich hier Sachen weiterentwickeln kann, damit die Felder noch schneller gehen. Da kann ich hier direkt alles anschalten. Mir mag jetzt ein bisschen an Rohstoffen liegt. Vielleicht daran, dass ich gerade eben das Ding da eingeschaltet habe. Oh, Gott, erinnert sich! Bumm! Oh, ich finde das von Heroischen besser als das von Mythischen. So kristallartig, glaube ich. Wenn ich jetzt kein Schiff mehr habe. Meine Fresse, das Schlachtschiff. Viel Gold! Ich hab bei Kasse schon wieder hier. Aber den Typen kann ich nicht alles zusetzen. Jawoll! Stier, du Bastard! Jetzt mach ich dich fertig. Fernkampf vor dem Wind und du bist tot. Vernichtet hat. Hallo, verpiss dich bitte. Mann, Treffen will gelernt sein, ne? Wie willst du denn jetzt noch kommen? Achso, ich stelle das jetzt mal hier hin. Was krieg ich? Ich scheine vor allem etwas zu bekommen. Warte mal. Achso, ich hab mich gerade gewundert, warum sind hier 6 bei Nahrung und 2. Ah, ja. Ich hab hier noch ein Schiff. So, ich will die Zahlen ein bisschen nicht so machen. Fischerkutter sammeln schneller und dann noch Fischerkutter gefallen. Weil das eine ist ja zerbrochen. Zerbrochen! Das ist so ein Stick. Wie so eine Salzstange, nicht so ein Stick. Auch so ein krasser Stick. Hallo, ich wollte doch. Achso, hier. Windsprägung erhöht die Geschwindigkeit von Karawanen. So, hier packe ich jeweils 3 hin. Und dann packe ich noch hier hin 3. Wo sind meine, die Typen, die Bauern? Die bauen. So, hier erstmal alles schneller machen. Oh, was wollte ich nochmal bauen? Achso, ich wollte Häuser bauen. Diese Momente, wenn man gerade was machen wollte und dann direkt wieder was vergessen hat. Was ist das für ein Rollen? Oh lol! Falls man das hört, ich glaube, man hört's. Ich bin jetzt in dem anderen Zimmer und ich habe so eine Schräge und da ist ein Fenster drin. In der Schräge und ich will nämlich gerade herkommen. Ich hab das gerade so. Ja, draußen war es gerade schon die ganze Zeit in der Regen und jetzt hagelt es gerade. Ja, fickt euch. Mann, ich hasse es, dass die Geräusche sind. Geräusche sind. Geh mir nicht am Sack und halt jetzt mal die Fresse da hinten, Mann. Ja, Rolle runter zu machen ist jetzt auch scheiße. Das macht man nicht so bei der Schule so mit Dings. Ich habe hier extra so einen Stab, wo ich dann das so reinstecken muss und dann kurbeln muss. Und ich kann jetzt nicht einfach das Headset hinlegen und das Stärkgeräusch damit machen. Weil sonst würde die Kacke hier auf das Rolle fallen, wenn es nicht so klappen würde, dann wird es mir nach jetzt klappen. So, ist brennt sie irgendwo? Ich höre mal wieder Knacks. Okay, es brennt nicht. Es nervt nur, dass das Scheißding jetzt im Hintergrund da ist. Meine Fresse! Weil der Ton noch nicht so perfekt ist, ich habe nicht direkt nachgeguckt. Nee. Mein Gott, ey, ich will hier nur eine komische Formation an Häusern machen. Nee. Ich will das Maximum direkt ausbauen, damit ich kein Problem habe mit. Ja. So, jetzt wie viele? Prosecco. Tatsächlich hatte ich bisher noch keine aus. Oh. Aber jetzt baue ich alle 10 Häuser dahin. Jawohl.
So, alles, dass es schon alles schneller geht. Prost, Dagmar. Ist ja mega krass. Was tun wir? Okay, die sind schon alle unterwegs. So viel Gold. Ja, auch wenn es so ein bisschen ist. Ist etwas. Also, dass das Ding permanent rumläuft. Wo nur ein so ein Ding verbraucht. Erstmal, dass sie das kostenpflichtiger wird. Genau, kostenpflichtiger. Jawohl, das, was sie da gebraucht hat. Ja, Junge, halt du mal. Ihr könnt halt nichts, Junge. Verpisst euch, ihr Luschenmann. Ihr könnt nichts. Alter, der kann aber nicht genug kriegen. So, ich will jetzt mal hier auf Live fahren, wie das günstiger wird. Ja, mach. Boah, wie günstig! Das ist ja nur noch ein Furz wert. Jawohl, alles rein damit. Wie meine Stimme direkt anders wurde. Ja, die hier mache ich auf jeden Fall. Der hier hat, glaube ich, gut Gebäude und so weiter. Wieso brauche ich kein Pegasus? Dann weiß ich mehr, wie viele hat. Ich brauche bis zwei. Er hat nämlich nicht so ein cooles Dörfchen. Das werde ich gleich abpassen. Besonders die scheiß Häfen. Aber Problem ist, ich habe einfach zu wenig Gold und zu Holz. Prosche, Malista. So. Metalefs. Prosche, Wulome. So, hier werden jetzt so fünf neue Gold. Alter, wie viel hat der Lutscher denn hier angesammelt? Alter, 6! Mann, ich geb dir gleich 6 und es war ein Wurschtel, verdammte Scheiße. So, jetzt will ich jetzt mal ausgeschaffen, wie viel der Lutscher eigentlich hat. Stimmt, ich könnte einfach so ein obwohl den Teleporter will ich nicht da hinsetzen, das ist nämlich schon untergegangen drin. Das heißt, plötzlich gehe ich das hier hin und dann irgendwo noch anders hier hin, dann gehen die da hin, allerdings wenn ich das hier mache, weil hier ist so ein kleines Gebiet, wenn ich das so hier schaffe reinzusetzen, bin ich hier direkt von innen drin infiltrieren und hier muss ich. Ach ja. Guck mal, kurz mit dem Patrouchen vorübersehen. Was zur Hölle machst du? Hi. Ey, die Goldmine ist ja schon leer. Einfach kaputt machen. Yay, 200 Gold erhalten für nichts. Ja, hab ich ja gesagt, der hatte hier im Vorfeld eigentlich so Sonne. Dann weiß ich, dass er hier oben, glaube ich, noch verlinkt hat. Ich weiß es nicht. Aha, er kriegt Geld in den Arsch geschoben von Troja. Hier war mein Holz. Hier ist Gold. Schlau, hier drin ganz genau. Weil eigentlich hat er nicht so viel. Eigentlich hat er sogar relativ wenig. Er hat einfach nur ziemlich viele Bogenschützen und Schiffe. Das war es eigentlich. Er hat hauptsächlich Bogenschützen und Schiffe. Das Schwierigste sind einfach die Schiffe. Nein, nicht nur wir. Das ist nicht viel. Ja, wie kommt ihr? Also, Gold scheint schon mal zu laufen. So wie es aussieht. Ja, bei Holz sieht es nicht so witzig aus. So, hier geht es auf zwei Dorfzentren. Entwicklung. Nee, Entwicklung. Also, ich glaube, bei mir geht langsam. Wo ne, hier ist noch Holz. Ich muss schon sagen, hier geht ein bisschen das Holz aus. Ich glaube, mir geht auch langsam alle. Oder es wird langsam Zeit, dass ich den Lutscher hier einfach überfalle. Ich brauche seine Goldminen. Ich brauche sein Holz. Warum mangelt's mir nicht? Und das war gerade voll die komische Stimme. Stimmt, ich habe zwei neue Helden. Herakles! Absichtlich so scheiße ausgeschaut. Herakles! So ein Sprechbehinderten. Ich weiß nicht, ob es den Ausdruck gibt, ob es gibt. Partitiert von Menas. Prosecke. So. Man bewegt. Moment mal. Wieso ist das wichtig, weil hier hingekommen? Hey, haben wir schon.
Wo bist du Lusche, Lutsche, ey? Mann, du Wichskind, Mann. Ey, jetzt hat er meine Schiffe zu angreifen. Meine Kitty, die Typ. Jetzt gibt's einen Angriff. Ich muss erstmal seine Häfen zerstören. Dann muss ich erstmal eine Fette Schrott. Nee, muss ich erstmal eine Fette Dickwurst zerstören. Lege. Malista. Ne. Etimi. Esto. Wo ist der andere? Der hat doch aus. Lege. Malista. Prostagma. Er geht jetzt hier Holz. Ne. Mein Holz voran klemmt. Ja, genau, klemmt. So, hier ist auch alles durchentwickelt. Hier auch. Hier noch nicht. Ich muss sagen, die sehen schon ordentlich aus. Lege. Was mache ich die zu schweren, denke ich? Viecher. Also, Fuzzis. Ernährung könnte auch besser sein. Ja, genau, stirb. So, jetzt gibt's wieder Holz. Mann, gib mir Holz, verdammte Scheiße. So. So, dann brauche ich noch eins so ein Boot und dann reicht's mir. Mann, ey, du Scheißfenster! So, in der nächsten Folge gibt's aber den Angriff, ja. Ich glaube, ich muss hier ein bisschen schneller schweren, weil ich in der nächsten Folge will ich erstmal das Dorf hier erstmal plätten. Weil sonst, ich will nicht so lange für eine Mission pro Folge brauchen. Ist ja ein bisschen nicht kacke, Hans. Ich spiele halt viel zu lange. Kolosse, wo werde ich brauchen? So, fünf. Ich brauche auch alle Felder. Ach, deswegen habe ich keinen Gut. Geht schon mal hier hin und warte, dass das Belandungsteil wird. Πρόσταγμα. Πρόσταγμα. Μάλιστα. Λέγε. Έστω. Πρόσεχε. Βούλομε. Πρόσταγμα. Πάνε. Ισμάχιν. Ισμάχιν. Φαίγελος. So, jetzt will ich noch zeigen, wie das Wulome. Übrigens halt ein ziemlicher Außenteil auch ziemlich aus, dass sie so geil und die können sich selbst haben. Panik. Dann machen wir so mit dem Baum dabei. Tada! Und der Herr hat, glaube ich, ein Holz verloren genommen. Und aber viel verloren. Ja, ich kann sein, dass ich ein bisschen übertreibe, aber ganz ehrlich, ich will den Wichser jetzt endlich mal auslöschen. So, ihr Lutscher. Kommt zu eurem Untergang, ihr seid alle jetzt fertig. Du kannst übertrieben finden. Und brauchen wir noch Proselotten? Gold, Gold, Gold. Gold hat keine Sau. Das wird das schlechteste Heil überhaupt. So, das erste, was die jetzt erstmal machen, ich hab jetzt keine Geduld mehr. Oder? Ist ja eh nur noch zwei, dann machen wir für 12 Mann dieses Drecksnest an. Und dann zerberste ich seine schwulen Karottenflotte da. Obwohl Karottenflotte. Ich wundere mich gerade, warum ich dort kriege. Ich kriege noch durch die Schwappen der Gold. Lege. Erstmal so die Tiere da hinten transportieren.
Ich glaube, das hat sogar extra gezählt. Prostagma. So. Jawohl. Jetzt gibt's hier Rambazamba. Jetzt werden erstmal kurz auf die Häfen zerstört. Ich weiß, dass die viele Schiffe sind. Das sieht aber euer Untergang aus. Ich mach jetzt den Hafen kaputt und dann geht der mir nicht ab mit seiner scheiß. Hier Dingens. Troja greift mich nicht an, sondern Cicius. Also Cicius. Welche? Cicius. Cicius. Also. Ja, Cicius. Warum habe ich aus einer Fischflotte jetzt hier? Also, das ist gut. Das hier kann man nicht bauen. Russenschätten sind. Ja. Es ist praktisch genauso wie ein Hafen, nur halt extra vakant, den man nicht bauen kann. Prostagma. Ist eigentlich auch nur größtenteils zu sein. Prostagma. Ich hab sogar eine Kampfschiffe. Ich könnte doch mal ein Bildchen bekommen. Hehehehe, das war's mit dir. Ha, jetzt hast du keine Macht mehr, du Lutscher. Ja, da guckst du scheiße, ne? Weil Troja ist nicht auf See unterwegs, da gehört die dir. Ja genau, boah, Alter, ich hab's auf getan, Schiffe. Aber stirbt. Alles in den Schiff kaputt. Jetzt hab ich zerberst ihn einfach so, wenn hier ein Lutscher auf Bilder bin ich nicht. Das sind Goldsammler. Die gehen jetzt hier hin. Ich zerberste einfach hier die Front. Warte mal, wo kommen die Schiffe her? War das gerade eben schon da oder? Ich gehe mal sicherheitshalber nach hier oben. So, ihr seid hier da. Ich die hier hin und das Gold da weg. 3000. Ach komm, ein bisschen Überlänge, Überlänge kann ja ein bisschen nicht schauen. So, ihr geht schon mal hier hin. Also ihr solltet hier noch wegen Nahrung. Boah, ja, den nehme ich mit. So, du kannst dich hier noch heilen. Während ihr Goldhacke. Ey! Du kleine. Siamesische Nutte so. Das hab ich ihm gegeben. Hat die kleine. Ah, Junge! Okay, jetzt bin ich hier sicher. Er baut hier kein Ding da. Was ich jetzt weiß, ist, dein Lutscher versucht, die ganze Hilfe zu bauen. Das sitzt nicht, Freundchen, das sitzt nicht. Jetzt bei mir. So, ihr geht schon mal da rein. Ich mach hier auch einmal die hier rein. So, der, dass ich auf Bogenschüssen stoßen werde, sind, glaube ich, die hier. Konterbogenschützen, Bogenschützen, ja genau, weil der hat, glaube ich, pur Bogenschützen. Deswegen kommt der ins andere, kommt die hier ins andere Schiff. Und natürlich auch mit Kavallerie. Also mit den Typen mit den Western. Ich glaube 40 also Infanterie sollten reichen. Jetzt lasse ich dachte hier die rein und dann mache ich bei der nächsten Folge den Angriff. Oder? Ich mache jetzt ausnahmsweise länger, weil ich weiß, dass wir die letzte Aufnahme sein, weil hier nachher ich keine neue Schatten. Deswegen mache ich das jetzt noch. Also bewegt euch hier Lutsche, weil so lange will ich auch nicht mehr machen. Einmal wegen Sprechplatz. Zweitens bin ich mir noch nicht sicher, ob das Rennprogramm, was ich verwenden will, vernünftig funktioniert. Da muss ich erst noch gucken.
16, ich guck nur mal kurz nach, sind alle da? Jawohl. Das heißt, ich bin noch 5, 4, das sind 9. Weil ihr seid doch da bleiben. Sicherheits. Ah, guck mal, hier war ich so vorne. Ich weiß schon, was ich mache. Und die Kolosse sind richtig starke Einheiten. Ich zerstöre einfach alles hier auf dem Weg. Ach, die hier Friedrich Goldhammer. Ja, beim nächsten Mal, ich glaube, das nächste Folge kann sogar schon die letzte sein, weil ich musste das Tor hier zerstören, das war's. Und hier hat er nur Mini-Lager. Also ich hatte eine witzige Idee, wenn hier mit meinen Eliteneinheit da ankommen, ja, die Schwachen da lang setzen werden. Und dann, ich bin nicht spurenfeindlich. Oh, genau, ein bisschen entwickeln. Hm, schon ein bisschen Spaß aber entwickeln. Einmal einen Hopliten bitte aussenden. Das wird einfach gut zu sehen, wo die Gold sind. Die sind voll entwickelt. Gibt's hier noch was? Nö. Hui, ich sehe schon. Oh, hier ist übrigens eine Reliquie. Stell ein kleines Goldrinnsal zur Verfügung. Diese Reliquie in einen Travel öffnen. Ich glaube, das regeneriert auch ein bisschen Gold. Also generiert ein bisschen Gold. Okay. Wo produziert er die? Das frage ich mich. Wo produziert der die? Du Hurenkind. So. Ich will das hier auch noch in Beobachtung halten. Töt lieber den Dorfbewohner. Los, wenn du den angreifst, hört er auf. Sehr gut. Dafür die mal Herz zu pullen. Ich glaube, du freche Sau. So, jetzt reicht's mir. Frontalangriff, du Sau. Erst wieder ins Hauptlager stürmen. Schon erstmal hier unten alles. Jetzt müsste ich mal hier sitzen. Du musst doch hier irgendwo noch einen Hafen haben. Jetzt bist du fertig, du verfickter Arschloch. Ja. Kein gutes Deutsch, ich weiß. So. Eine Armee von 40 Mann. Hehehe, ich habe nämlich extra bedacht, weil ich weiß, dass der fast nur Bogenschützen benutzt. Tja, das hört nichts, wenn ich hier mit den Leuten hier ankomme, ne? Da verreckt ihr ziemlich schnell. Und die sind. Ihr habt noch nicht bis zur Entwicklung gewusst. Ha, ihr Lutschkinder. Ihr könnt nichts gegen der Invasion ausrichten, ihr Lutscher. Jetzt gehst du mir nie wieder am Hafen auf den Sack, Alter. Das war dein Todesurteil. Normalerweise, ja, genau, ruf ich den direkt an. Ja, genau. Tille, hier. Ruf den mal an, ne? Ja. Ne, normalerweise gehe ich am Anfang direkt hier drauf, während es nicht das hier erstmal schnell angenommen. Also hier gibt es feindliches Gebiet, angreifende Dorfbewohner. Ups, jetzt bin ich hier hingekommen. Jawoll, Tizios, du. Tizios oder sowas in der Art. Lol, die haben hier unten aufgeräumt. Jawoll. Los, töte den Speer von Troja. Ich liste mich nämlich jetzt hier ein. Wo sind die Dorfbewohner? Ach, übrigens. Das tun die gerade. Nee, aber ich brauche euch mal ganz kurz. So, ein Transportschiff kommt, dann baut die hier noch mal ein Dorfzentrum, dann misst ich hier oben ein. So, Akontos, du bringst dann nämlich auch mal das hier dann, das Reliquie, die Reliquie, das, oder das Relikt oder whatever. Mal kurz zu was finden. So, ist einer der drei Kolosse verletzt? Ich glaube nicht. Okay, vielleicht ein bisschen, aber dafür kriege ich jetzt keinen Baum. Alles lila muss zerstört werden.
da kommt ihr schon. Jawohl. Was ich mit euch mache, ihr geht nach hier hin. Weil hier kommt ihr auch vielleicht auch rüber und B, hier ist glaube ich ein Mini-Verlag. Dann könnt ihr nämlich hier bewachen. Sonst würde ich nämlich größtenteils nicht mehr gebrauchen können. So, alles von dem ich schon nicht gebraucht. Ja, ich weiß. So. Ich brauche ja auch nicht mehr. Die Dinger kann man übrigens nicht kaputt machen. Boah, ich habe gerade kurz das Herz in die Hose gerutscht. Ich wollte sagen, die kann man eigentlich nicht zerstören, weil ja Kantas drin ist, aber nö, die kann man einfach zerstören und Kantas geht einfach direkt ins nächste Ufer. Logik gefunden. Egal. So, euch. Ihr kommt euch in das Dorf zu einfach instant erobert bzw. dominiert einfach. Jawoll. Ich versuche ja nicht so ein tolles Arschloch, wenn ich hier bin. Tja, ne. Das ist auch schon von mir selbst. Ich mache einfach alles von ihm kaputt. Eiskalt erobert. Tja, das passiert ja, wenn man mir auf den Sack geht, ne? Ich zerstöre einfach dein komplettes Imperium, ja? Wenn das überhaupt ein Imperium war, dann wird ja ein Furz auf der Karte. Die kleine Lusche da, ey. Tja. So, da dass das hier jetzt mein Eigentum ist, sag ich jetzt mal, mache ich hier mal eine Wahl. So, ich schicke sicherheitshalber die gemischte Anzahl von Soldaten dahin, um das zu bewachen. Beziehungsweise um die hier einfach eiskalt zu überfallen. Einfach eiskalt. Boah, die hacken mir die Blöden, ey. Und ich habe richtig viele Rohstoffe, wie ich gerade sehe. Scheiße, in der nächsten Folge ist Troja dran, ey. Die kann ich aber Spaß, das habe ich hier schicken. Aber ich habe so gut wie alles auch entwickelt. Es gibt jetzt nicht, was ich hier entwickelt hätte. Kann ich mal durchgucken? So ist das auch nicht. Jetzt bin ich schon wieder auf dem Sack. Das Fenster. Ja, ich weiß nicht, was du eigentlich hinmachen. Schon einen kurzen Prozess gemacht. Ja, ich könnte es jetzt auch in dieser Folge fertig machen, weil ich glaube, ich muss nicht mehr viele Einheiten bauen. Ja, die Wähler habe ich nicht wirklich entwickelt. Euch brauche ich nicht mehr. Ihr seid Ballast. So, und hier brauche ich dann noch eine Festung hin. Einfach weil ich es kann. Sollte er mich angreifen, geht in ein blaues Wunder erleben, der kleine Lutscher. So, stärkste Verteidigung erstmal auffahren. So, ihr guckt nämlich an die Front schon mal. Das ist ja mal eine XXL-Folge heute, ey. Übrigens, es kann sein, dass ich diese Sommerferien mal streame, aber dann muss ich mal gucken, ob das überhaupt funktioniert und wie es funktioniert. Ich kenne mich nämlich damit nicht aus. Und zwar nicht auf YouTube, sondern auf Twitch. Weil ganz ehrlich, bei Twitch finde ich halt vielleicht halt origineller als YouTube. Kann man scheiße finden, aber ganz ehrlich, Twitch finde ich besser. Also zum Livestream, zum Hochladen, richtig gut. Mhm. Ich glaube, da kann man sogar gar nicht hochladen. Es ist ja eigentlich nur pur Livestream.
Ja, einfach irgendwas entwickeln. Blablabla, reich weiter und so ein Kack. Wie gesagt, leg dich nicht mit mir an, ey. Hier werde ich wahrscheinlich nichts brauchen, weil er hat mich schon die ganze Zeit nicht angegriffen. Ich glaube, hier wäre es auch sinnlos, einfach was hinzusetzen. Weil da habe ich einen Turm, wow, aber. Selbst dabei. Er war einfach nur dumm, die mich wofür. Da unten ist voll mager und hier ist es recht mal. Wie viel Spielplatz ich hier einfach habe. Und das meine ich halt wirklich. Ich könnte hier noch ein bisschen. Wenn das Holz ausgeht, schicke ich hier nach da hinten. Aber Hauptsache, ich habe die Trolle erobert. Ich habe mein Dorfzentrum hingesetzt. So, wenn der Wacht schon fertig ist, beende ich die Folge. Das war jetzt meine XXL-Folge. Aber es hat Spaß gemacht. So, ihr kommt wieder zurück. Das ist eine richtig fette Idee, die muss ich einfach machen, die ist gerade so entstanden. Oh ja, ich brauche hier so ein kleines Militärlager. Jawohl, ich brauche so ein kleines Militärlager. Ja, das ist ja ein. Kann man das drehen? Ne, ich kann die Karte einfach nicht, obwohl ich das nicht will. Jawohl, ich mache hier einfach so ein mega großes. Ah, ich kann es doch drehen. Ich wusste gar nicht, dass man das hier drehen kann. Ich brauche einfach so ein kleines Lager. So, dann würde ich eigentlich sagen, danke fürs Zusehen, ja? Bis morgen, wo pro Jahr geradet wird. Dann würde ich sagen, tschüss, bis morgen, zum Dienstag. Uga, uga, uk, uk.